Sehr. Okay, dann möchte ich Sie nochmals recht herzlich zu unserem EM-Online-Workshop hier aus dem Multikraft-Pavillon begrüßen. Einen wunderschönen Nachmittag. Es geht, wie sollte es anders sein, ums Putzen, ums Großreine machen. Das Wetter draußen ist ja perfekt. Es liegt ja quasi Putzlust in der Luft. Wir möchten alle gern schon die Fenster öffnen, eine frische Luft reinlassen, alles von oben bis unten sauber durchputzen, wirklich so jeden Winkel des Hauses von Staub zu befreien und das Haus so richtig auf Hochglanz zu bringen. Andererseits möchten wir natürlich Sie auch ein bisschen motivieren, auf der körperlichen Ebene für sich was zu tun. Frühling ist ja die Zeit, wo man teilweise sogar ein bisschen Frühjahrsmüdigkeit spürt, weil man vielleicht über den Winter auch ein bisschen zu viel an Körpergewicht zugelegt hat. Jetzt in Zeiten von Corona sagt man ja auch Corona-Speck dazu, den man vielleicht jetzt im Frühling loswerden möchte. Da möchte ich zum Schluss natürlich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Sie sehen hier auf der Folie, zweimal im Jahr haben wir eigentlich einen Großputz vor. Putzen tun wir eigentlich permanent, laut Umfrage. Konsumentenumfrage ergibt, glaube ich, circa 32 Stunden im Monat wird geputzt zu Hause. Das entspricht circa 60 bis 80 Minuten am Tag. Das heißt, Staub, Schmutz, Dreck fällt ja immer wieder an. Aber eben das Haus wirklich auf Hochglanz zu bringen, dazu haben wir zweimal im Jahr richtig großes Bedürfnis, es macht auch Sinn, nämlich zu Beginn des Winters und am Ende des Winters. Einerseits natürlich im Herbst vor Weihnachten, um das alte Jahr loszulassen und über den Winter dann sozusagen nachzudenken, was will man ins neue Jahr mitnehmen, und am Ende des Winters natürlich auch den Mief des Winters loszulassen, das alte loszulassen. Und interessanterweise steht immer Fastenzeit irgendwie auch im Zusammenhang. Vor Weihnachten, Adventzeit wäre eigentlich eine Fastenzeit, und jetzt sind wir auch mitten in der Fastenzeit bis Ostern. Das heißt, auch dieses Reinigen auf der körperlichen Ebene, in der Psychologie weiß man das immer, das Putzen außen gleichzeitig auch im Inneren etwas mit einem macht. Mir fällt irgendwie dazu der Satz ein, das Auskehren im Außen oder mit dem Auskehren im Außen kehrt Seelenfrieden so ein bisschen in uns ein. Das wünsche ich uns zumindest allen. Gut, dann fangen wir vielleicht an. Ich möchte Ihnen noch vorher ein paar Tipps geben. Frau Waldmann hat wieder keinen Ton. Wie sieht es bei den anderen aus? Es tut mir sehr leid, dass heute irgendwie die Leitung nicht funktioniert, so optimal, wie wir es gerne hätten. Okay, alles okay. Frau Waldmann, bitte, wenn Sie es noch einmal versuchen, neu einzusteigen, vielleicht geht es dann besser. Ich habe schon erwähnt, Staub, Schmutz, Dreck fällt eigentlich immer und überall an, aber es ist gar nicht so einfach, Staub zu definieren und auch das Wort Hygiene zu definieren. Das möchte ich vorher mit Ihnen noch einmal kurz durchgehen, weil in Zeiten wie diesen ist es, glaube ich, ganz wichtig. Und wir haben ja mehr als genug mit Hygienevorschriften auch im Augenblick zu tun. Schmutz, wie Sie hier sehen, ist im Duden und auf Wikipedia gar nicht so eindeutig definiert. Das ist immer irgendwie in einem anderen, auch in einem Zusammenhang zu sehen und auch sehr subjektiv. Ich möchte nur ein Beispiel bringen. Erde zum Beispiel am Teppich in der Küche oder im Wohnzimmer ist für uns Schmutz. Erde draußen im Garten ist kein Schmutz. Ja? Dreck, den man nicht sieht, ist sauer. Ja, unter Umständen. Ja? Leider nicht immer. Es gibt also auch mikrofeinen Schmutz, den man dann beim Staubwischen oft dann erst bemerkt am Wischmopp. Das Wort Hygiene. Oder ein anderes Beispiel ist Unkraut, ja, damit Sie das besser verstehen, also so quasi falsche Materie am falschen Ort zur falschen Zeit, wie beim Unkraut. Das Unkraut, das jetzt im Garten, das Wildkraut, die Wildkräuter meine ich natürlich jetzt im Garten im Sommer dann zwischen dem Gemüse ganz wachsen, die sind uns auch unlieb, aber deswegen sind sie trotzdem wertvoll. Also es ist wirklich eine subjektive Wahrnehmung auch in dem Fall. Das Wort Hygiene wird umgangssprachlich immer irgendwie mit Sauberkeit, mit Reinheit in Verbindung gebracht. Teilweise spricht man ja wirklich schon von Überhygiene, wo sogar das wissenschaftlich bewiesen ist, dass es auch wieder nicht gesund sein sollte. Aber Hygiene, das Wort direkt aus dem Griechischen übersetzt, heißt eine der Gesundheit dienende Kraft. Und das
ist in der Medizin jetzt ganz, ganz wichtig geworden. Einerseits ist Hygiene in der Medizin die Lehre von der Verhütung von Krankheiten. Andererseits ist es auch die Gesundheitspflege, die wir ja momentan sehr deutlich auch zu spüren bekommen, was ja auch sehr wichtig ist, eben die Maßnahmen, die getroffen werden müssen, um eben Infektionskrankheiten zu bekämpfen oder eben die Pandemie zurzeit. Und da gibt es eben genügend Hygienevorschriften, die auch wichtig sind, mit Maske tragen, mit Abstand halten und so weiter, bestimmte Flächen auch immer wieder mal zu desinfizieren. Aber diese Hygienepläne, die sind natürlich in ganz verschiedenen Arbeitsbereichen ganz wichtig. Also jeder Betrieb muss bestimmte Hygienevorschriften einhalten. Ein ganz neuer Aspekt, der erst in letzter Zeit also wirklich größere Bedeutung auch in der Medizin bekommen hat, ist die Lehre eben von der Gesundheitsförderung. Und es ist auch sehr wichtig, dass man eben den Fokus nicht auf die krankmachenden Details legt, sondern wirklich, was macht uns gesund? Und hier möchte ich natürlich anknüpfen mit unseren tollen Reinigern, weil eben auch die Reinigungs- und Waschmittel, das weiß man ja auch von Umweltmedizinern, hier ja nicht immer nur zur Gesundheit beitragen, sie belasten auch die Umwelt, sie belasten die Abwässer, sie belasten teilweise natürlich auch die Materialien und auch die Gesundheit. Das wissen wir ja, es gibt ja ein eigenes Krankheitssyndrom, das heißt Sick House Building Syndrom. So, bevor wir loslegen, die Frau Waldmann. Oh, die Frau Waldmann hat jetzt leider keinen Ton. Der Rest hört mich, nur um zu wissen, ob es vielleicht nicht doch an der anderen Leitung liegt. Okay, gut. Ah, super, jetzt ist sie wieder da. Vielen Dank für die Rückmeldung. Also ich möchte mit Ihnen ein paar Putzregeln jetzt durchgehen, bevor Sie dann vielleicht starten. Nächste Woche übrigens ist es super, die ganze Woche super zum Putzen, zum Reinigen, zum Picobello sauber machen, auch von Mondseite her. Ich möchte kurz später noch eine Folie zeigen. Probieren Sie es einfach aus, es macht teilweise wirklich Sinn, zum Beispiel extreme Flecken bei abnehmendem Mond zu gewissen Sternzeiten zu behandeln. Einfach ausprobieren, glauben Sie mir nichts, sondern Sie werden merken, es macht tatsächlich einen Unterschied. Aber hier die erste wichtigste Regel ist natürlich zuerst aufräumen, dann putzen. Und da möchte ich auf Literatur hinweisen. Sie kennen vielleicht die Bücher von der Marie Kondo, das ist ja eine japanische Aufräumexpertin, die immer sagt, Sie müssen das zuerst, bevor Sie groß sauber machen im Umfeld, Ihre Dinge aussortieren, vielleicht auch wegräumen. Und da ist eigentlich der beste Tipp von ihr, behalten Sie wirklich nur das, was Ihnen Freude macht. Das heißt, nehmen Sie jedes Stück, das Sie vielleicht aussortieren möchten, noch einmal in die Hand und fragen Sie sich, bereitet mir diese Sache Freude, das Ding Freude, die Erinnerung Freude, dann sollte es bei Ihnen bleiben. Wenn nicht, bitte rausgeben, weggeben, vielleicht auch verschenken oder es findet sich irgendwer, der das noch brauchen kann. Aber auch die Psychologie, die dahinter steckt, die Unordnung im Außen entspricht letztlich der Unordnung auf der Seelenebene oder letztlich natürlich auch auf der Herzensebene. Dann andere Putzregeln sind natürlich, bitte beginnen Sie oben, also wenn Sie ein Haus haben, von oben nach unten putzen auch und innerhalb des Raumes natürlich auch von den Arbeitsflächen oben hinunter. Der Boden kommt zuletzt dran. Dann, wenn Sie die Läden, die Schubladen aussortieren, von innen nach außen und dann zuletzt erst den Staub aufwischen, alles was hinunterfällt, beseitigen. Dann, was ich auch immer wieder innerhalb der Familie die Leute bitte, was natürlich nicht immer nur gutiert wird, dass der Letzte, der duscht, sollte auch trocken reiben zum Beispiel oder sauber machen. Das heißt, es sollte im Haushalt Feuchtigkeit vermieden werden, das ist ganz wichtig. Dann immer wieder natürlich gut durchlüften, auch die Waschmaschine offen stehen lassen, also überall, wo Feuchtigkeit ist, sammeln sich Biofilme an und dort können sich natürlich auch die pathogenen Keime besser vermehren. Also das sollte man sicher berücksichtigen. Und wenn Sie Flecken verursachen, bitte, wenn es möglich ist, den Schmutz, der eben frisch entstanden ist, der sollte immer sofort entfernt werden.
Dann ja, natürlich alle Putzhilfen beanspruchen und weniger ist mehr, das ist ganz wichtig, sowohl an Mitteln als auch an der Dosierung. Wir sind es teilweise gewohnt oder es ist auch ein psychologischer Hintergrund, dass man das Gefühl hat, man hat zu wenig Putzmittel oder zu wenig Waschmittel genommen. Man weiß es auch innerhalb der normalen chemischen Reinigungsmittel, dass sich die Dosierung innerhalb der letzten Jahre sicher um die Hälfte verringert hat. Dann, wenn Sie sich zu Hause vielleicht einmal Ihr Putzlabor anschauen, also es ist immer wieder erstaunlich, dass die Leute teilweise auf 60 bis 80 verschiedene Reinigungs- und Putzmittel pro Haushalt kommen. Also das ist schon sehr, sehr viel. Man könnte das reduzieren, sage ich mal, auf 8, 9 vielleicht. Im Prinzip würden 3, 4 Mittel genügen. Das ist zum Beispiel ein Allzweckreiniger, das ist ein Geschirrspülmittel, das ist ein Waschmittel und das ist ein Sanitärreiniger, vielleicht noch eine Scheuercreme dazu oder Sie haben einen Textilreiniger, was auch immer, oder einen Teppichreiniger. Aber man braucht nicht wirklich viel. Und wie gesagt, auch weniger ist mehr, denn hier möchte ich wirklich auf diesen Singerschen Kreis auch hinweisen. Und da ist auch unsere Putztechnik, die wir Ihnen dann später gleich vorstellen werden, auch mit unseren Sprühflaschen sehr gefragt. Also zuerst einsprühen und also mit einer geringeren Dosierung und dann abwarten. Also Geduld ist natürlich hier auch gefragt. Abwarten und dann, wenn das nicht genügt, also wirklich 5-10 Minuten einwirken lassen, wenn das immer noch nicht zum Sauberkriegen ist, dann kann man natürlich auch die Dosis erhöhen. Also es geht immer um diese 4 Parameter. Sobald ich einen von diesen Parameter verändere oder vergrößere, verändern sich automatisch auch die anderen 3 Parameter. Und da ist natürlich einmal das Erste und das Beste vielleicht die Zeit. Die Zeit zu verlängern, dann brauche ich wesentlich weniger Chemie. Mit Schruppen kann ich natürlich auch sehr viel erreichen mit der Mechanik. Dann natürlich Raumklima ist ganz wichtig in Zeiten wie diesen, aber bitte nie mit chemischen Duftstoffen aufwerten. Da können wir natürlich mit unserem EM-Klar aktiv hier wirklich können wir Ihnen dieses EM-Klar aktiv gerne ans Herz legen als Raumerfrischer. Und ganz, ganz ein wichtiger Punkt ist bitte nach der Desinfektion das Raumklima wieder auf mikrobiologischer Ebene bitte wieder aufbauen. Und das ist natürlich schon das Thema zurzeit, wenn wir sehr viel desinfizieren, dass eben dann auch die gesunden Bakterienarten, die das Mikrobiom des Umfeldes aufbauen, kaputt gehen. Und ja, das tut auf Dauer sicher nicht gut. Und da ist natürlich also Desinfektion ja dort, wo es sein muss. Bitte natürlich auch immer wieder Hände waschen, so oft es geht. Das ist vielleicht zu Hause die bessere Alternative. Aber es gibt doch bestimmte Flächen, wie eben Lichtschalter, wie Türklinken, wie Handy-Displays und so weiter, die man doch immer wieder mal desinfizieren sollte. Und ja, ganz wichtig, was mir natürlich sehr am Herzen liegt, ist, dass Sie aufpassen, dass Kinder diese, je nachdem, um welche Putzmittel es sich handelt, nicht in die Hände kriegen. Und da kann man wirklich sehr oft beobachten, dass die Putzmittel sozusagen oft unter der Abwasch verstaut sind. Und da können natürlich die kleinen Kinder sehr gern hin oder irgendwo auf der Ablage stehen lassen. Ich glaube, allein im letzten Jahr, kann ich mich erinnern, gab es also wirklich über 800 Vergiftungsfälle nur in Bezug auf die Reinigungsmittel. Und davon 46% bei Kindern unter 5 Jahren. Also bitte vorsichtig sein. Und da können wir natürlich mit unseren Reinigern wieder sehr, sehr gut punkten, weil die EMC-Reiniger, die Sie hier sehen, bis auf die Sauerstoffbleiche, deswegen hier auch diese Warnzeichen, die drauf sind, sind im Prinzip überhaupt kein Thema. Bei der Sauerstoffbleiche sollten Sie schon berücksichtigen, dass Sie mit Handschuhen arbeiten, weil es eben Hautreizungen verursachen kann, natürlich auch Augenreizungen. Die Bleiche ist eben auch leicht oxidierend, daher sollten Sie nicht neben einer offenen Flamme damit hantieren. Aber vielleicht nützen Sie wirklich die Gelegenheit heute, schauen Sie einmal Ihren Putzschrank an und schauen Sie, was steckt da drinnen, was vielleicht schon
ewig lang nicht mehr benutzt wurde, was können Sie entsorgen und was können Sie wirklich überhaupt vergessen, weil Sie es gar nicht mehr brauchen. Und vielleicht können Sie dann das Ganze mit unseren EMC-Reinigern auffüllen, beziehungsweise wir zeigen Ihnen dann noch einige andere Tipps, wie Sie mit ganz einfachen Hausmitteln auch super Putzmittel herstellen können. Ja, das sind unsere EMC-Reiniger. Damit entlasten Sie tatsächlich sowohl die Umwelt als auch die Materialien werden schonend behandelt damit und natürlich, sie sind sehr, sehr gut auch für unsere Gesundheit. Gibt es etwas für Verschimmeltes? Ja, kommen wir sofort, weil innerhalb der nächsten 3 Folien ist das Thema. Und bitte verzeihen Sie, wir können heute wirklich nicht mehr auf die einzelnen EMC-Reiniger eingehen. Nehmen Sie wirklich die Gelegenheit wahr und schauen Sie auf unsere Homepage unter www.multikraft.com, aktuelles Service-Webinare, das ist dieser Link, können Sie die Webinare, die wir in Bezug auf die Reiniger schon abgehalten haben, sich gern zu Gemüte führen. Dort können Sie wirklich alles, hier ist gleich der Link dazu, wirklich ausführlichst werden die einzelnen Reiniger dort besprochen. Es geht also wirklich in erster Linie um diese EMC-Reiniger. Sie wissen, die sind aus EM hauptsächlich, 95% EM. Der Rest ist ätherische Öle, Zitronenessenz, Zitronenöl, Minimalalkohol und die Zuckerrohrmelasse. Und beim Geschirrspülmittel und beim Waschkonzentrat sind sehr, sehr milde, waschaktive Substanzen noch dabei. Wie gesagt, es gibt diese Reiniger, werden alle hier vor Ort in Bichl-bei-Wels hergestellt und diese beiden Produkte werden in Kooperation mit einer Firma außerhalb von Oberösterreich produziert. Es gibt neben diesen Konzentraten noch diese fixfertigen Reinigerlösungen, eben Kraftreinigerlösung und die Kalkreinigerlösung und dann eben dieser Raumspray. Und dann gibt es noch einen Lemongrass-Raumspray für die Toilette zum Beispiel, ist auch sehr, sehr gefragt. Und dieses EM Klar, das ist ein Produkt, das enthält nur EM und das, mit dem können Sie natürlich selbst sehr, sehr viele Reinigungsmittel dann auch für sich zu Hause mit anderen Putzmitteln und Hausmitteln herstellen, Natronsoda zum Beispiel. Ja, und jetzt darf ich wirklich die Frau Eva-Maria Feistauer als Gasttrainerin begrüßen. Sie ist langjährige EM-Partnerhändlerin bzw. Partnerhändlerin von Multikraft, hat sogar einen eigenen Naturprodukte-Laden, Pronto Bio heißt er. Und die Eva hat wirklich sehr, sehr viele tolle Erfahrungen in Bezug auf die Reinigung. Und Eva, herzlich willkommen, begrüßen Sie gemeinsam mit mir, Frau Feistauer, und freuen Sie sich sicher auf Ihre spannenden Berichte. Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Wie uns Frau Dr. Erika Rokita schon vorgeschwärmt hat, EMC-Reiniger ist das Beste, was Sie in Ihrem Haushalt verwenden können. Ich habe langjährige Erfahrung mit EM generell und ein Steckenpferd ist natürlich das Putzen. Natürlich deshalb, weil das ist etwas, was wir alle nicht so besonders gern machen, aber ich muss sagen, wenn ich Vorträge halte zum Thema Reinigen und EMC, sage ich immer, Putzen macht Spaß und die Teilnehmerinnen sind dann manchmal, ja, denken sich, na, wie kann Putzen Spaß machen? Aber es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo man die synthetischen chemischen Reiniger weglässt, ätzende, giftige Produkte, die einen eigentlich nur schaden, die Atemwege belasten oder auch die Haut, und man mit Produkten wie EMC-Reinigern arbeitet, merkt man, wie leicht der Haushalt geputzt ist und wie schön sauber es ist. Und das Wort Hygiene hört man ja immer öfter und immer mehr in den letzten Monaten. Es passiert mir sehr, sehr oft, dass ich wohin komme, meistens im öffentlichen Raum, und mir denke, na, sauber ist das hier nicht oder hygienisch ist es nicht. Sie sollten doch einmal sich die EMC-Reiniger ansehen, weil es einfach eine unvergleichbare Sauberkeit entsteht, wenn man die probiotischen Reiniger einsetzt. Es ist ein ganz ein einfaches Reinigungskonzept. Ja? Entweder Sprühflasche und Eimer. Sprühflasche wurde an sich
aus der Reinigung, in den, also in einer konventionellen Reinigung verbannt. Warum? Weil die Aerosole ja in die Atemwege kommen. Bei EMC ist das überhaupt kein Problem. Selbst wenn wir es einatmen, ist es nur wunderbar und positiv für uns. Vor allen Dingen durch das Aufsprühen auf die Oberflächen verteilen sich die Mikroorganismen und können noch besser arbeiten. Das können Sie sehr gerne zu Hause ausprobieren. Es ist auch ein viel praktischeres und einfache Handhabung mit den Sprühflaschen. Ich darf Ihnen jetzt zeigen, wichtig ist zum Beispiel, welche darf ich verwenden? Reiniger. Bitte, in eine Sprühflasche. Idealerweise, ich sage jetzt den Tesla unter den Sprühflaschen, nämlich die Foxy Plus. Ja? Foxy Plus hat einen flexiblen Schlauch und Sie können auch in Ecken und Kanten mit der Sprühflasche wunderbar hinkommen. Ich gebe eine halbe Verschlusskappe auf diese Flasche, weil wir hier nur einen halben Liter Wasser haben. Das heißt, Sie kommen mit ganz, ganz wenig aus. Warum nur so wenig? Weil das Putzergebnis ein viel besseres ist, wenn wir sparsam dosieren. Die, die keine Erfolge haben mit EMC, sind die, die zu viel Reiniger in die Sprühflasche geben. Ich zeige Ihnen jetzt den Sprühnebel, der tut uns ja auch sehr gut. Ich habe hier Schmutz. Ja, wir können hier gleich etwas ausprobieren. Wir sprühen diese fettige, schmutzige Glasplatte ein und nehmen ein gutes, zum Beispiel Bambustuch oder Mikrofaser, das haben die meisten von Ihnen zu Hause. Wobei Bambus ist besser, schön die Haut. Wir sind beide getestet, nur zur Information. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Außerdem arbeiten wir mit EM. So haben wir doch ein gutes Abwehrsystem. Also einsprühen. Einsprühen und dann eigentlich nur über die Oberfläche wischen, trocken wischen. Und hier ist zum Beispiel ein Fleck, den würde ich jetzt noch einmal einsprühen, genau, und eine Zeit lang einwirken lassen. Wir legen die Platte vielleicht hin und währenddessen gehen wir weiter mal in die Folie. Ich sprühe noch einmal drauf. Es kann nie schaden, einen Sprühschuss mehr zu geben. Ich zeige Ihnen den Fetzen, wenn Sie den sehen. Also, geh nochmal zurück. Ja, Sie sehen es vielleicht, ich kann es nicht so gut erkennen, ob Sie es sehen, aber man sieht, was da an Schmutz runtergekommen ist. Die Erika war so freundlich und hat das 3 Wochen nicht geputzt, die Platte. diese Gummihandschuhe brauchen wir im Grunde für EMC, beim Reinigen mit EMC gar nicht mehr. Weil ganz im Gegenteil, wenn ich zum Beispiel zu Hause arbeite mit den Reinigern, merke ich, wie schön weich meine Haut wird. Ja, das ist auch ein Vorteil. Sie ersparen sich die Handschuhe auch, die meistens ja nicht so angenehm zum Tragen sind. Ja, okay. Zum Beispiel, was ich Ihnen auch eher näher bringen würde, sind die fix und fertigen Sprühlösungen, bevor wir zum Schimmel kommen. Die Sprühlösung deshalb, sehen Sie, das ist eine kleine Flasche mit 50 Milliliter, die ist immer in meiner Handtasche. Nicht nur in Zeiten wie diesen, sondern immer schon. War es mir irgendwie unsympathisch, wenn ich wohin komme öffentlich und das ist ein bisschen grindig oder nicht so hygienisch, habe ich immer die Flasche dabei, besprühen, wische es, weiß nicht, Einkaufswagen oder Tischplatte, wenn man irgendwo war, ein bisschen mit dem EMC-Reiniger ab. Das ist für manche vielleicht ein bisschen schräg, aber ehrlich gesagt, das ist mir egal, ich habe es gern sauber. Gut, ja. Die Frage zum Schimmel können wir jetzt beantworten. Genau. Sie sehen hier ziemlich verschimmelte Flächen, die wahrscheinlich kaum geputzt wurden oder sehr selten. Und da haben wir diese gute und einfache Lösung anzubieten mit dem Bergkarbonat, sozusagen Sauerstoffbleiche. Die Sauerstoffbleiche wird in die Ecken und wird auf den Schimmel aufgetragen und dann mit EM Klar besprüht. Ja, diese Sprühlösung ist ein Raumspray, ja. Wir bezeichnen es als Multifresh Raumspray. Gibt es auch im 1 Liter, in der 1 Liter Flasche. Das heißt, Sie können das dann auch umfüllen. Selber anmischen. Und besprühen dann, das Bergkarbonat wirkt, besprühen dann mit dem EM Klar, lassen es eine halbe Stunde einwirken, nehmen dann eine Bürste und schrubben das Ganze.
Ich meine, ein bisschen Muskelschmalz müssen wir auch bei den EMC-Reinigern einsetzen, obwohl die Reiniger den Vorteil haben, dass sie Organik von selber aufweisen. Genau. Die kleinen Beißerchen, wie eine Kundin von mir immer sagt. Also vielleicht nur, wenn man eine verschimmelte Wand hat, nimmt man eigentlich dieses EM klar aktiv, und zwar 100 ml auf 1 Liter Wasser verdünnt, zweimal täglich einsprühen und wieder abwischen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Einfach ausprobieren. Und wie gesagt, im Badezimmer bei den Fugen würde ich dann noch mit Sauerstoffbleiche arbeiten. Und Sie haben hier auch gesehen, dass die Zahnbürste hier wirklich eine ganz tolle Putzhilfe auch hier ist. Aber bitte dann nicht mehr im Mund verwenden. Natürlich, selbstverständlich. Die Schimmelbekämpfung, ich weiß nicht, ob die Folie verwendet wurde von dem Objekt, das ich vor einigen Jahren betreuen durfte. Ja. Das ist in Wien, in einem Orden, gab es oder gibt es dieses, ich glaube, das Haus steht noch, vielleicht ist es schon 8 Jahre her, wurde ich gebeten, einmal mir die Situation vor Ort anzusehen, weil die Wände alles verschimmelt war durch Nichtlüften oder schlechte Mieter, die nicht gelüftet haben und halt irgendwie das Ganze nicht gut gemanagt haben. Und es kam auch eine konventionelle Firma, die halt ihre Gifte angeboten hat, und ich habe eben klar angeboten, und das Konzept, dass man zuerst einmal, damals haben wir das mit 100, also mit 90%igen Alkohol vorab besprüht, um einmal alles abzutöten, den Schimmel, und dann wurde 2 bis 3 Mal in der Woche 50:50 Verdünnung mit eben klar für 2 Wochen hindurch die Wände besprüht. Und der Erfolg war wirklich großartig, und ich bekomme ab und zu noch immer Anrufe, wenn da und dort ein Schimmel in den Fensterleitungen auftritt oder so, dass ich sie bitte noch einmal besuche oder wieder besuche, und dass wir dann wieder mit dem EM klar arbeiten. Ja, also es ist immer schön, wenn Menschen sich öffnen dem Thema EM. Es sind in den letzten Jahren sehr, sehr viele Menschen geworden. Als wir vor circa 20 Jahren begonnen haben, war das ein bisschen noch sehr, ja, spooky für die Leute, dass wir Mikroorganismen einsetzen, um zu reinigen oder Schimmel zu bekämpfen. Ich meine, Mikroorganismen per se sind nicht klar positiv besetzt, aber wenn man sich mit den effektiven Mikroorganismen auseinandersetzt und den wunderbaren Wirkungen, dann kommt man schnell drauf, dass es wirklich nicht nur negative Mikroorganismen gibt. Und das ist schön. Verzeih, Eva, verschimmeltes Silikon, also bei Silikon ist es schon ein bisschen schwieriger. Das Thema. Ja, weil das Silikon, das wird nicht mehr hell, aber was wir doch machen, also es gibt ja Stellen, da werden wir nicht mit der Sauerstoffbleiche vielleicht auskommen, weil das ja ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich mühevolle natürlich Arbeit ist, ganze Wand oder Fugen damit zu bearbeiten. Aber wir sind, wenn wir sie mit dem EM klar oder auch mit Zitrusreiniger, es ist eigentlich jeder unserer Reiniger geeignet, haben wir den Vorteil, dass wir die pathogenen Belastungen unterdrücken. Ja? EM, wie Sie wissen, die sich mit EM ja schon länger beschäftigen, die Mikroorganismen verdrängen nur die negativen Bakterien und Keime. Wir töten nichts ab, das ist nicht unser Prinzip, aber wir verdrängen die Schimmelpilze, und Sie können sicher sein, dass Sie keine pathogenen Keime einatmen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Weil sie auch oft in Wohnhäusern hinter der Garnische Schimmelpilze sich ansiedeln, durch die schlechte, durch die Wärmedämmung, die Nicht-Wärmedämmung vielmehr, durch die Kälte-Wärme-Kältebrücke. Und so kommt es eben zu so Schimmelschäden, wie Sie hier sehen auf der Folie. Genau. Und da wird fest mit dem EM klar, an weißen Wänden eignen sich eben EM klar sehr gut oder auch die Reiniger. Das dunkle EM hat man ganz früher verwendet, aber das färbt natürlich schon ein bisschen bräunlich. Das ist für den Keller kein Problem, aber wir haben jetzt Gott sei Dank die hellen Produkte und arbeiten mit diesen auch an der Wand. Genau, aber bei Silikon muss ich echt sagen, also wenn es entfernen ist besser, man muss das muss man dann entfernen. Ja. Beziehungsweise schon während den Anfängen, sage ich immer, wenn man ein neu verfugtes Badezimmer hat, wirklich intensiv dranbleiben. Und auf jeden Fall, jeden zweiten Tag, wenn man es nicht schafft, jeden Tag die Dusche auszusprühen und gerade in den Ecken und immer wieder trocken zu halten. Weil das feuchte Milieu natürlich, das lieben die Schimmelpilze.
Und durch das EM wird Ihnen sozusagen die Lebensgrundlage dann auch entzogen. Schauen wir ein paar weitere Beispiele an. Hier auch eine eigene Erfahrung von dir. Eigene Erfahrung auf meiner Automatte. Beifahrersitz habe ich einen Becher mitgehabt mit einem Eiweißshake war das. Und der ist leider undicht geworden und die ganze Matte das Innenleben vom Boden, vom Teppich dort, hat sich so mit diesem Shake überzogen. Und habe dann, das ist gar nicht so lange her, noch vor ein paar Tagen diese Matte rausgenommen und die Kruste, die oben war, habe ich entfernt. Und das, was Sie hier sehen, ist eben übergeblieben von der Organik. Habe das dann fest eingesprüht mit dem Teppichreiniger. Habe dann eine Plastikfolie drüber gelegt, eine halbe Stunde einwirken lassen. Warum die Plastikfolie? Somit habe ich die Organik fermentiert, ja, weil die Folie dichtet gut ab und so können die Mikroorganismen gut arbeiten. Sehr gut. Also unter anaeroben Bedingungen. Unter anaeroben Bedingungen, wie es eben das Prinzip der EMs ist, unter anaeroben Bedingungen hervorragende Arbeit zu leisten, habe ich das dann runtergenommen, abgeschwemmt und Sie sehen, die Matte ist wie neu. Und was natürlich auch nicht vergessen werden soll zu sagen, schlechte Gerüche, ja, können Sie wunderbar durch EM-Klar, durch EMC-Reiniger eliminieren. Würde das jetzt eine Hundedecke sein, riecht sie ja meistens nach einer Zeit, weil Hunde sich ja auch feucht drauflegen und einen eigenen Geruch haben. Und man diese, sagen wir jetzt, Hundedecke regelmäßig mit EM wäscht oder eine Matte reinigt, je nachdem, wie man das halt behandeln kann, ist das ein gutes Milieu für den Hund, der dann drauf liegt. Und Sie können sicher sein, dass sich keine Ungeziefer auf diesen Matten oder auf diesen Hundedecken halten können und der Hund fühlt sich wohl und Sie belasten das Tier nicht mit chemischen, synthetischen Stoffen, die oft zu Hautallergien etc. führen. Völlig gefahrlos für Haustiere. Genau. Hier sieht man ja, sehen Sie. Ja. Was man hier vielleicht noch sieht, eben vorher, nachher, dass die Farben wesentlich intensiver rauskommen. Jawohl, genau. Das sieht man auch am nächsten Beispiel sehr gut, das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Das ist ein Teppich, den ein Kollege von mir, Herr Delfrian, der in Wien eine Teppichreinigungs- und Restaurationsfirma für alte Teppiche betreibt, seit, glaube ich, zweite, dritte Generation mittlerweile. Und er ist vor zwei Jahren eben auf die Produkte, unsere EMC-Produkte gestoßen, überhaupt auf EM. Und wir haben in seiner Werkstätte ein paar Mal Probereinigungen durchgeführt. Und das ist einer der Teppiche, die er wunderbar gereinigt hat. Ja, man kann deutlich sehen, wie schön weiß die Fransen sind, wie die Farbenkontraste abraschen, aber ehrlich gesagt, das ist ein Begriff, den mir der Herr Delfer ja zur Verfügung gestellt hat, nur dazu bin ich zu wenig Teppichfachfrau, um Ihnen das jetzt zu erklären. Fakt ist, die Teppiche werden sauber, die Farben kommen zum Leuchten und auch, es ist ein natürlicher Mottenschutz, also auf solchen Teppichen halten sich auch keine Motten. Ja. Wunderbar, der Unterschied. Sie sehen hier ganz deutlich die Unterschiede, ja, also ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie alte, wertvolle Teppiche haben, geben Sie sie in eine Fachwerkstätte, die wirklich mit guten Produkten arbeitet. Also für mich kommen nur Werkstätten in Frage, es gibt zwei in Wien, die ich kenne und die mit den probiotischen Reinigern, dem EMC, die Teppiche waschen. Also man sieht hier wirklich sehr, sehr gut den Farbkontrast. Eine Frage wäre hier, Eva, soll man dann den Teppich ganz mit Plastik abdecken? Das macht die Werkstätte nicht. Warum? Weil die haben Teppichmaschinen. Wenn ich zu Hause, es ist auch bei mir auch schon passiert, ich hatte mal einen Hund, der war sehr gefräßig und hat dann natürlich Magenverstimmung gehabt und dann ist es passiert schon, dass er das wieder rausgekommen ist, was er da in sich hineingeschlungen hat. Und das ist auch einmal bei einem frisch geputzten Teppich passiert, der in der Fachwerkstätte wieder nach Hause gekommen ist. Und es war, die Fransen waren grün. Jetzt war ich nicht sehr glücklich, habe aber sofort den nächsten Reiniger, den ich gefunden habe, nämlich den Küchenreiniger, weil es nahe der Küche war, satt auf die Fransen gesprüht, ein Plastik draufgelegt und nach einer halben Stunde, muss ich sagen, ich habe selber gestaunt und ich staune immer wieder selber, obwohl ich so lange schon mit EM arbeite,
waren die Fransen weiß. Ja, ich habe das dann einfach nur noch ein bisschen nachgewischt mit einem sauberen Tuch und das war's. Also das Plastik, diese Folie draufzulegen, ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Flecken, ja, genau. Und das können Sie bei Spannteppichen oder bei alten Teppichen, die Teppiche bluten auch nicht. Ja, also wenn Sie alte Teppiche haben, kann es Ihnen nicht passieren, dass die Farben auslaufen. Aber ansonsten einfach einsprühen, einwirken lassen. Genau. Man kann es auch über Nacht einmal liegen lassen, ja, und am nächsten Tag absaugen. Also da ist, genau, ist es nicht notwendig, ein Plastik zu verwenden. Beim alten Teppich, ich würde den alten Teppich nur maximal ein, zwei Stunden mit dem Plastik lassen, weil es sind doch Naturfarben, ja, und es könnte ja sein, dass ich einfach durchs, ja, Liegen und das Plastik sich die Farbe verändert. Also einfach um kein Risiko einzugehen. Ja. Entschuldigung, für die herkömmliche Reinigung ist es im Prinzip nicht notwendig. Aber wenn da so ein extremer Fleck entsteht, dann ist natürlich ein guter Tipp, guter Hinweis. So, jetzt sind wir wieder bei diesem wunderbaren Wort abraschen. Das hat damit zu tun, dass die Farben aufgefrischt werden. Genau, wunderschön hier, ja, zu sehen, dass die Kontraste gegenüber vorhin, ja, deutlich erkennbar. Gut, und jetzt können wir noch auf ein paar Tipps gemeinsam mit, ja, der Eva eingehen, wo man vielleicht auch ganz natürliche Mittel, die Sie in der Küche als Lebensmittel verwenden, hernehmen können. Das ist zum Beispiel eine Zwiebel, eine Kartoffel, Hälfte, wenn Sie zum Beispiel Fenster putzen und die ist wirklich dreckig von Fliegenschmuckverschmutzung und so weiter, oder die Autoscheiben, oder eben Orangenschalen, Bananenschalen haben wir hier. Wir möchten einfach auf ein paar Beispiele hinweisen, wo es natürlich ganz wichtig ist, ein Natron zu Hause zu haben oder ein normales Backpulver oder Soda sich zu besorgen. Essig hat man ohnehin zu Hause. Und natürlich, wenn Sie einmal kein Waschmittel zu Hause haben sollten, können Sie natürlich auch auf die Pflanzen vorm Haus zurückgreifen, wie zum Beispiel Efeublätter, Seifenkraut, Birkenblätter, die jetzt hoffentlich bald austreiben werden. Und was ganz wichtig ist, in meinen Augen eine ganz wichtige Putzhilfe, ist eben die gebrauchten Zahnbürsten aufzuheben, die wunderbar eben die Fliesenfugen so sauber zu machen, beziehungsweise einfach ein paar Beispiele möchten wir Ihnen jetzt näher bringen, wie Sie zum Beispiel unter anderem auch noch auf Teppiche, die kein Wasser vertragen, eingehen können, einfach ein Stärkemehl, Kartoffelstärke bestäuben, einwirken lassen und absaugen. Oder mit Sprudelwasser so einfach ein Tuch drauflegen, ja, die Kohlensäure zieht sozusagen den Schmutz heraus und dann mit dem EMC-Teppichreiniger einsprühen. Aber sehr empfindliche Teppiche eben nicht reiben, sondern nur tupfen. Ölfleck auf Teppich ist auch zu empfehlen, wirklich sehr, sehr lange einwirken zu lassen. Und da kommt es natürlich jetzt wirklich auf die Qualität vom Teppich an. Da muss man natürlich schon ein bisschen vorsichtiger, ja, damit umgehen. Mit Salz und Spiritus einfach an einer Stelle probieren, wo es vielleicht nicht so sichtbar ist. Hat das noch mehr zu Hause Spiritus? Ja, aber ich wollte zu kaufen. Eine ganz wichtige Geschichte ist immer die Frage bei Holzböden. Holzböden kann man, wenn sie, oder Holzmöbel überhaupt, wenn sie lasiert sind, ohne weiteres mit EMC-Reiniger bearbeiten oder reinigen und hinterher dann einfach mit Leinöl drüber polieren. Ganz ein alter Putztipp ist bei Laminatböden einfach Reste, die beim Frühstückstee übrig geblieben sind, eben schwarzer Tee hinzuzufügen, wird sehr, sehr gut sauber. Oder Wassermilch ist auch so in der Hausmittelliste meiner Oma gestanden oder in der Rezeptur zum Putzen. Und Parkettböden wird immer wieder darauf hingewiesen, bitte nicht zu feucht aufzuwischen, weil dann könnte das Wasser eben auch in die Ritzen reingehen, den Boden aufweichen. Da sind natürlich unsere Sprühflaschen wieder ideal, einfach nebelfeucht einsprühen und dann sofort auftrocknen. Zum Leinöl darf ich noch was sagen, weil ich das gerade vor ein paar Monaten bei mir zu Hause gemacht habe, beim Holzboden, den ich besonders mal gründlich gereinigt habe und habe das so gemacht, dass ich Leinöl mit EMC klar vermischt habe. Okay. Nicht EMC klar, mit EM klar vermischt habe. Ja. Und das gut geschüttelt und dann poliert. Das hat dem auch, das Leinöl ist ja doch ein bisschen zäh und hat einen eigenen Geruch und das hat sich sehr gut auftragen lassen mit einem Tuch, mit einem weichen Tuch.
saugt oft ganz gut ein, wenn es nur ein Naturholz ist. Ja. Und hier als Beispiel, Eva hat das in der Hand, einen Allzweckreiniger selber herstellen. Ist ganz, ganz einfach, wenn Sie Zitronen haben, die schon ein bisschen vertrocknet sind, zum Beispiel aufschneiden, in Stücke schneiden, mit EM klar. Also das ist ganz, ganz ein wichtiges Produkt in jedem Haushalt. Einfach auffüllen, tagelang stehen lassen, immer wieder schütteln, dann abseilen und in so eine Sprühflasche abfüllen, ein bisschen mit Wasser auffüllen und dann kann es schon losgehen. Wenn man möchte, könnte man natürlich auch eine Lavendel oder irgendein ätherisches Öl hinzugeben. Also vielleicht jetzt, wo alles so desinfiziert werden soll, kann man ja auch einen hochprozentigen Alkohol einen Schuss dazugeben, dann hat man quasi sein eigenes Desinfektionsmittel. Genau. Muss man nicht auf diese sehr bedenklich chemischen Produkte zurückgreifen. Mhm. Ja, einfach noch ein paar Beispiele hier. Verkraute Vase, also die hat wirklich schlimm ausgeschaut. Einfach mit einer Bananenschale, also zuerst mit der EMC-Reinigerlösung eingesprüht und dann mit der Bananenschale ausgewischt und dann noch einmal, wenn man mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden ist, einfach noch im Waschbecken mit dem Geschirrspülmittel dann noch einmal nachwaschen und polieren. Es ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Die Vase ist allerdings schon sehr alt, wie man sieht, und dadurch ist das Glas schon ein bisschen verätzt. Das heißt, ganz, ganz hundertprozentig sauber habe ich es nicht mehr hinbekommen, aber trotzdem sehr erfreut über das Ergebnis. Danke für den Tipp, Erika. Das habe ich zum Beispiel noch nicht gekannt, obwohl ich auch immer wieder viel lese, aber das mit der Bananenschale und den Grauschleiergläsern ist mir neu. Vor allem der Vorteil ist, du kannst dann diese Bananenschale einfach in den Bokashi geben. Also es hat einfach eine wirklich, es ist eine ganz, ganz nachhaltige Art des Haushaltsreinigens. Und auch mit Orangenmandarinen genauso vorzugehen. Das ist wirklich und riecht auch sehr gut und reinigt auch wirklich sehr, sehr gut. Das nächste Beispiel, Abflussreinigen, da brauche ich wieder meine Zahnbürste. Da brauche ich meine Zahnbürste. Zuerst natürlich die Haare entfernen, dann auch dieses Wochenende wieder erlebt. Einen Esslöffel Sauerstoffbleiche hineingeben, dann mit der Bürste noch einmal alles sauber putzen, außen und innen und dann 100 Milliliter oder mehr, wenn man möchte, EM klar aktiv reinschütten, das Ganze wirklich eine halbe Stunde bis Stunde einwirken lassen und dann mit heißem Wasser nachspülen. Das hat das erste Mal nicht hundertprozentig funktioniert. Ich habe es ein zweites Mal am Abend gemacht, über Nacht, also die gleiche Prozedur noch einmal über Nacht einwirken gelassen und am nächsten Morgen das Wasser aufgedreht, blub, hat gemacht und es war durch und sauber und rein. Also es ist immer wieder verblüffend für uns nach so langer Zeit über diese wunderbaren Ergebnisse zu kriegen. Und es nimmt Gerüche. Und es nimmt Gerüche natürlich. Also immer wenn sie schlechte Gerüche hätten, die so irgendwie über die Dusche in den Raum gelangen oder eben über die Abflüsse, immer an dieses EM-Klar denken, EM-Klar aktiv. Kann ich auch Polstermöbel so reinigen? Natürlich. Hier, für die Polstermöbel nehme ich auch eben den Teppichreiniger oder auch Textilreiniger, wenn man möchte. Ja. Und die Eva hat eben diese wunderbare Sauerstoffbleiche, damit können Sie auch Scheuercreme machen. Ja, bitte. Also die Eva. Sauerstoffbleiche von der Firma Multikraft ist natürlich nicht irgendeine Sauerstoffbleiche, das müssen wir schon ein bisschen hervorheben, weil hier ist das Keramikpulver auch enthalten. Und das macht sie so speziell, also Sie werden im Handel wahrscheinlich auch andere Sauerstoffbleichen finden, aber diese von der Firma Multikraft ist einfach wunderbar, weil sie das Keramikpulver auch enthält. Genau. Und die sich mit ihr beschäftigen, die wissen ja um die Vorzüge vom Keramikpulver Bescheid. Die wirkt auch antioxidativ. Und Elmit, danke für den Hinweis. Und mit dieser Sauerstoffbleiche, die geben wir auch in den Geschirrspüler zusammen mit unserem Geschirrspülmittel. Und da können Sie, auch wenn Sie möchten, sich selber so reiniger Tabs herstellen für den Geschirrspüler. Ich zeige es Ihnen vielleicht einmal in groß noch, damit Sie sehen. So habe ich das gemacht mit so einem Eiswürfelbehälter. Habe ich es eingefüllt. Ich möchte so noch einmal zurück zur
Zur Rezeptur, Sie können Kristallsoda nehmen, Natron- und Zitronensäure und ein Regeneriersalz und ich gebe auch gerne eben einen Esslöffel von dieser Sauerstoffbleiche dazu. Das Ganze wirklich, und das ist wichtig, bitte mit Handschuhen arbeiten, Brille, und ich habe also hier wirklich einige Experimente durchgeführt. Das muss ich gleich vorweg sagen, es gelingt nicht immer sehr gut, weil eben, wenn Natron- und Zitronensäure zusammenkommen, das Ganze ziemlich zum Schäumen, zu schäumen beginnt. Und da müssen Sie einfach immer wieder abwarten. Das Ganze eben in einen Behälter geben, in einen Plastikbehälter geben, das Ganze vermischen und immer wieder rühren und abwarten, solange bis eben der ganze Sauerstoff sozusagen verpufft ist oder die Kohlensäure, die dabei auch entsteht, verpufft ist. Und dann können Sie es in diese Eiswürfelform bringen. Sehr, sehr gut geht es auch mit so einem Teigschaber oder Teigplatte. Teigschaber heißt das, ja. Und wenn es trocken ist, also wirklich einige Stunden bis Tage trocknen lassen, einfach umdrehen und rausstünden. Und hier habe ich welche auf die Schnelle noch gestern gemacht mit so einem Eislöffel. Mit so einem runden Eislöffel. Ich zeige es noch einmal groß. Also immer, wenn Sie Interesse haben, probieren Sie es aus. Aber Sie müssen wirklich ein bisschen Geduld haben damit und wie gesagt, unbedingt mit Handschuhen und Brille arbeiten. Und es schaut dann richtig nett aus, so Kügelchen. Und das gebe ich dann ins Geschirrspülfach. Ein, zwei Pumpstöße vom Geschirrspülmittel noch dazu. Und ich sage es Ihnen, und Sie werden erstaunt sein, die Gläser, es ist alles brillant, sauber, glänzend, also wie poliert. Ich war selbst sehr erstaunt. Ganz kurz, dann kann ich das nämlich weggeben. Unsere Platte noch einmal zeigen, die wirklich einmalig sauber jetzt ist. Ja. Ach, Entschuldigung, habe ich jetzt. Die Platte ist jetzt tiptop sauber. Wunderbar glänzt. Glänzt sauber, ja. Der Fleck ist natürlich weg. Und ich habe zuerst wir haben sie zu lange stehen gelassen. Das heißt, bitte nicht warten, bis die Dinge eingetrocknet sind. Wenn Sie jetzt zu Hause was haben, was Sie behandeln, dann vielleicht ein paar Mal zwischendurch draufsprühen, dass es feucht bleibt und das ist dann nicht eindruckend. Ich glaube, Sie sehen es auch wahrscheinlich auf Ihrem Bildschirm, dass das jetzt einmalig schön glänzt. Also wirklich für alle Oberflächen wunderbar geeignet. Terranfell zum Beispiel auch. Und um auf diese Tabs noch zurückzukommen, fürs WC nehme ich dann einfach den Kalkreiniger. Also verschiedene Substanzen, eben Natronsoda, Zitronensäure und Bleiche, Sauerstoffbleiche zusammenmischen und dann eben mit dem Kalkreiniger und nicht wie hier mit dem Geschirrspülmittel bei den Geschirrspültabs. Sie können aber auch hier mit Küchenreiniger arbeiten statt dem Geschirrspülmittel. Und was Sie auch machen können, nur das zu Pulver zusammenzumischen und dann das Pulver ins Spülfach geben und dann eben das Geschirrspülmittel dazugeben. Kann man das Rezept nochmal einblenden? Dieses Rezept möchten Sie gerne, hier ist es und Sie können es auch dann jederzeit, ich schätze ab morgen oder übermorgen auf unserer Homepage abrufen. Und es gibt eine ganz tolle Literatur dazu. Also es gibt Grüner Putzen zum Beispiel von der Ines Herrmann, da sind ganz tolle Rezepte drinnen. Oder 5 Hausmittel ersetzen eine Drogerie. Bitte, es zahlt sich wirklich aus, sich solche Bücher zu besorgen. Sie schonen damit die Umwelt, die Gesundheit, aber natürlich auch ihr Geldbörse. Und immer in Kombination mit dem EMC-Reiniger, das sind Konzentrate, Sie kommen sehr, sehr lange damit aus. Und denken Sie noch einmal an die Folie zu Beginn, Sie brauchen wirklich sehr, sehr wenig dann zu Hause vor Ort haben. Sie können es jederzeit frisch herrichten. Ja. Okay, vielleicht noch ein paar Geschirrspülmittel. Es gibt gerade früher mit der Eva diskutiert. Manche mögen, ich zeige es jetzt wieder in groß, manche mögen diesen Pumpmechanismus nicht so sehr. Die haben lieber die Flasche, da kann man sich, und man nimmt auch meistens mehr, man hat manchmal das Gefühl, mit diesem Pumpmechanismus nimmt man zu wenig. Und ich habe so ein EMC-Spüli mir immer hergerichtet, steht bei mir neben der Abwasch mit 150 Milliliter EMC-Zitrusreiniger oder Küchenreiniger, da können Sie jeden EMC-Reiniger hernehmen, von diesen 4 Allzweckreinigern auch Lavendelreiniger oder Kraftreiniger, 100 Milliliter von EMC-Geschirrspülmittel dazu und das Ganze dann mit
Wasser auffüllen und dann haben Sie es immer parat zum Handspülen. Da habe ich auch noch einen Tipp, wenn ich darf. Man könnte diese Lösung natürlich auch in eine Sprühflasche füllen und dann einfach ansprühen. Das Geschirr, das verteilt natürlich auch wieder sehr, sehr gut und wenig, aber doch sehr effizient das Geschirrspülmittel und ist sehr sparsam dadurch. Und bevor ich den Geschirrspüler einschalte, mache ich das auch immer. Es geht wunderbar, wird das sauber. Ich bin selber immer wieder sehr erstaunt. Und wie gesagt, Sie können sich auch selbst eine Scheuercreme herrichten mit der Sauerstoffleiche und dem Zitrusreiniger oder dem Küchenreiniger vermischt. Küchenreiniger hat übrigens Grapefruitkernextrakt und das ist natürlich sehr, sehr gut, um fette Verschmutzungen, Verkrustungen aufzulösen und ist, glaube ich, sogar ein bisschen antibakteriell und antiviral. Also sehr, sehr gut. Vor allem in der Küche sind ja sicher auch die meisten Bakterien. In der Küche bitte auch immer wieder abends die Schwämme ausbringen, damit sie dann trocknen können, weil dort, also es gibt amerikanische Studien, da die belegen, dass circa auf einem Quadratzentimeter auf so einem Küchenschwamm um die 300 verschiedenen Bakterienarten Platz finden. Ja. Oder dann auch ab und zu den Geschirrspüler dazugeben. Genau, und vorher ganz gut mit EMC einsprühen und dann ausringen. Oh, ist die Zeit vorbei? Was ist da? Aber da ist unser Hinweis kommen. Also wir machen da einfach weiter. Ich hoffe, Sie hören mich noch. Was kann man anstelle von Klarspüler verwenden? Sehr gute Frage. Ich danke Ihnen. Eva, so? Anstelle von Klarspüler verwende ich also entweder den EMC-Reiniger oder EM-Klar. Ja. Ja, man kann einen Tropfen Alkohol ein bisschen was dazugeben, einfach wegen der Trocknung, dass es noch besser trocknet, das Geschirr. Das ist in herkömmlichen Klarspülen, auch in ökologischen, ein bisschen immer enthalten. Aber es geht wunderbar. Es geht wunderbar. Bitte probieren Sie es aus, weil wir können nicht wissen, welche Wasserhärte Sie zu Hause haben. Ich habe im Waldviertel zum Beispiel haben wir gar kein hartes Wasser und da brauche ich kaum noch irgendwas gegen Kalk. Und in Klosterneuburg, wo ich zu Hause bin, ist es extrem kalkhältig und da ist wieder ein anderes Verhältnis. Man muss schon ein bisschen auch selber auf seine Bedürfnisse das vielleicht abändern. Aber anpassen. Wenn ich sagen darf, noch eine Verschlusskappe EM klar aktiv oder eine Verschlusskappe vom Küchenreiniger, vom Zitrusreiniger oder vom Küchenreiniger, vom Kraftreiniger, je nachdem, was Sie jetzt zu Hause haben. Sie können es auch verdünnen, wenn Sie es möchten. Das funktioniert, also ich mache das schon sehr, sehr lange. Eine Frage, was ist Wiener Kalk? Wiener Kalk ist, glaube ich, Calciumcarbonat. Das ist so eine Mischung zwischen Dolomit und Quarz. Und das kann man als Scheuercreme verwenden. Das kriegt man in Drogerien und Reformhäusern und geht wirklich sehr gut, um irgendwelche stärkeren Verkrustungen zu lösen. Und daher kommt der Name Wiener. Es wird genau. Wiener. Ja. Das ist vielleicht hat nichts mit Wien zu tun, nichts mit der Stadt. Die Holzasche bitte im Winter, wenn Sie Holzöfen haben, ist früher immer zum Säubern von Töpfen hergenommen worden. Auch hier, Sie sehen links, einen Teelöffel Natron oder auch Sauerstoffbleiche, also ist wirklich ein sehr, sehr stark verbrannter Kochtopf hier. Dann sprühe ich das Ganze mit dem EMC-Reiniger unten noch ein, tauche den Schwamm in Holzasche. Das habe ich tatsächlich mit Holzasche wunderbar sauber bekommen. Darf ich dazu noch was sagen? Ja. Wer einen Kaffeeofen hat, kennt das wahrscheinlich, und eine Glastür hat beim Kaffeeofen, kennt das wahrscheinlich, dass sie mit der Zeit schwärzt. Und da verwende ich auch kein herkömmliches Mittel, sondern nur unsere EM-Klar- oder EMC-Reiniger mit Holzasche, mit einer Zeitung. Das knülle ich zusammen, mache es feucht. Wenn es sehr verschmutzt ist, wenn ich zu lange gewartet habe, sprühe ich es vorher mit dem Reiniger ein oder mit dem EM-Klar und putze das dann und es wird wunderbar sauber. Und Sie brauchen nicht diese sehr aggressiven Kachelglas, Kaffeeofenreiniger, was immer es da am Markt gibt. Tut mir leid, ich kenne die Namen gar nicht mehr, weil ich das seit Jahrzehnten alles nicht verwende. Sehr gut. Gut, die Zeit ist fast vorbei. Ist es okay, wenn wir noch ein paar Dinge bringen, vielleicht 15 Minuten, und dann kann man natürlich auch gern diskutieren. Aber es wäre schade, um die restlichen Rezepte, wenn Sie mal kein Waschmittel zu Hause haben sollten, können Sie ruhig Efeublätter verwenden. Ich habe das in einem der letzten Webinare vorgestellt. Wenn Sie im Herbst
Rostkastanien zum Beispiel sammeln, können Sie die verpulverisieren oder im Smoothie-Mixer. Ich habe einen wunderbaren, starken Smoothie-Mixer, da mache ich dieses Kastanienpulver, und 2 Kilo bitte reichen für 100 Waschgänge. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Sie brauchen nur 2 Esslöffel Kastanienpulver mit einem halben Liter heißem Wasser aufgießen, ein bisschen stehen lassen, 1-2 Stunden stehen lassen, abseihen. Dann gebe ich eine Verschlusskappe Textilreiniger dazu. Wenn Sie Waschsoda zu Hause haben, können Sie Waschsoda dazugeben. Oder wenn es eine farbechte Buntwäsche ist oder weiße Wäsche, können Sie auch einen Esslöffel Sauerstoffbleiche dazugeben. Und das wird wunderbar sauber. Und das Schöne daran ist, diese Lösung, also das, was übrig bleibt nach dem Abseihen, können Sie noch 3-4 Mal weiterverwenden. Es würde auch Seifenkraut gehen und es würden angeblich auch Birkenblätter gehen. Versuchen Sie einfach bitte mal, probieren Sie, experimentieren Sie. Es macht einfach Riesenspaß. Schuhe, Leder, wenn Sie jetzt zum Beispiel Winterschuhe wegräumen, hier ein Tipp, habe ich auch eine Lederpflege eine farblose Schuhcreme habe ich kreiert. Ganz, ganz einfach mit Bienenwachs, mit Lanolin, das bekommen Sie in der Apotheke oder in Ihrem Reformhaus, und dann geben Sie einfach 30, ich habe es mit Leinöl gemacht, sie sind 2 Minuten hergestellt, geht wunderbar, und das können Sie für jede Lederart verwenden, auch unter Umständen für Ledercouch, aber auch für Gürtel, für Taschen und so weiter und so fort. Und wenn Sie irgendwen zu Hause haben, sollten der wirklich Schweißfüße hat, wo die Schuhe sehr, sehr verschwitzt sind und ungut riechen, dann probieren Sie es mit folgendem Tipp: eine Packung Backpulver reinstreuen und einige Stunden einwirken lassen und dann noch mit EM-Klar-Aktivlösung aussprühen. Da muss ich noch was einwerfen: einen EM-Keramik-Pipe, also entweder einen 35 mm-Pipe in die Schuhe legen, in den Schuhkasten, oder einen Sackerl mit den kleinen grauen Pipes. Ganz toller Tipp, ja. Auch Gerüche. Ja, zum Beispiel, wenn Sie ein Biotop haben, wenn Sie im Herbst die Pipes rausnehmen, können Sie es im Winter dann für solche Zwecke verwenden. Genau. Gibt es alle Rezepte auf der Homepage? Ja, Sie sehen das alles, Sie können das alles abrufen dann auf der Homepage. Gut, wirksame Fleckenentfernung. Hier zum Beispiel habe ich so ein Kernölfleck, ich liebe Kernöl, habe ich sofort Sauerstoffbleiche drüber gestreut, mit dem Textilreinigerlösung eingesprüht und auch sofort in die Waschmaschine, und der Fleck war weg. Und hier bei der Gelegenheit möchte man noch darauf hinweisen, auf den Mond, so wie ich anfangs schon erwähnt habe. Sie wissen, ich halte sehr viel von den Mondphasen, auch jetzt in Bezug auf die Frühjahrskur ist es ganz toll, wenn man hier ein bisschen Rücksicht nimmt, weil man wirklich den Körper dabei unterstützt. Der Mond, Ebbe und Flut, es hat alles Einfluss auf uns, und wie gesagt, glauben Sie es uns nicht, sondern probieren Sie es aus, und Sie werden feststellen, es gibt Unterschiede. Wenn Sie die Fenster putzen bei, sagen wir mal, zunehmendem Mond und eben Wasserzeichen bei zunehmendem Mond, dann werden Sie merken, Sie sind total verschliert und schmutzig und wollen nicht sauber werden. Wenn Sie aber die Fenster bei abnehmendem Mond putzen und in einem Luftzeichen, Waage, Wassermann oder Zwilling oder auch Wasserzeichen, geht auch gut, dann werden Sie feststellen, die Fenster werden wesentlich länger nicht verschmutzt, also sie bleiben wesentlich länger sauber, und sie gehen auch wesentlich leichter zu putzen. Und bei der Gelegenheit, wenn Sie wirklich extreme Verschmutzungen, irgendwo Flecken haben, die Sie schon lange versuchen rauszukriegen, aus einem Teppich oder sonst irgendwo, versuchen Sie es wirklich bei abnehmendem Mond in einem Wasserzeichen. Ja. Das ist der beste Tipp. Ja, die Frau Gisela sagt, ich arbeite fast bei allen nach dem Mond, und es bringt wirklich was. Danke für Ihre Unterstützung. Es ist wirklich toll. Auch Zahnarzt, bitte Haare schneiden. Schauen Sie sich oder orientieren Sie sich nach dem Mond. Und jetzt bitte ganz kurz noch und ein paar Tipps, wie wir uns selbst was Gutes tun können, eben entmüllen, entgiften auf der körperlichen und auf der seelischen Ebene, also wirklich so die Altlasten, den emotionalen Ballast auch abwerfen, mit einer Frühjahrskur zum Beispiel, und natürlich auch den körperlichen Ballast.
Ich möchte es hier nur kurz erklären. Im Frühling ist es ganz, ganz wichtig, wenn Sie die Leber und die Gallenblase unterstützen. Jede Jahreszeit unterstützt sozusagen ein Organpaar. Und im Frühling haben wir die Leber und die Gallenblase und in dem Fall die Farbe grün. Das heißt, alles, was jetzt grünt, draußen die ganzen Wildkräuter, die jetzt kommen, ich habe für Sie schon ein paar heute gesucht, es gibt noch nicht sehr viel bei uns hier in Michel, aber die Brennnesseln gibt es schon, ich habe hier einen Brennnesseln-Mannschuh Smoothie gemacht, dann die Vogelmiere gibt es, das Gänseblümchen gibt es, ein paar Kanellenblätter, die Gundelrebe und vielleicht der eine oder andere hat schon einen Bärlauch gefunden, das ist natürlich auch sehr gut. Was heuer schon sehr weit draußen ist, ist das Warzenkraut, das Schöllkraut, und das ist ja auch für die Leber sehr gut, aber bitte nur in homöopathischer Form mit dem Schöllkraut nicht selbst experimentieren, das kann nämlich wirklich die Leber sogar schädigen. Aber Sie sehen hier wirklich diesen Jahreszyklus. Im Winter Niere, Blase unterstützen, dann kann diese Nierenblasenenergie im Frühling besser die Leber und die Gallenblase unterstützen. Und wenn Sie wirklich in jeder Jahreszeit diese Organe, den Schwerpunkt auf diesen Organen legen, auch mit Tees, auch beim Essen, dann werden Sie wirklich gesünder und energiegeladener durchs Jahr gehen. Also merken Sie sich bitte, Frühling ist die Leberzeit, ist die Gallenblasenzeit und ist letztlich auch die Zeit des Neubeginns und des Neustarts. Und wenn die Leber gesund ist, sind Sie auch wirklich lieber oder besser bereit, Entscheidungen zu treffen. Sie wissen wesentlich besser, was Ihnen auch gut tut. Und da können Sie wirklich einiges für sich tun. Ganz wichtig ist natürlich viel trinken. Das meiste werden Sie schon kennen. Wir empfehlen Ihnen hier natürlich auch mit dem EM-Keramik-Ring das Wasser aufzuladen, dann vielleicht das eine oder andere Kräutlein schon reinzugeben. Die Brennnessel ist ja ganz ein wichtiges Entschlackungskraut, ja, also bringt die Säfte sozusagen in Bewegung und transportiert sie raus. Dann ganz wichtig wäre ein Darmaufbau. Zum Beispiel mit unserem tollen Fermentationsgetränk, dem Manchu und dem Multi-Impuls. Das Manchu ist das Präbiotikum, das Multi-Impuls ist das Probiotikum und zusammen haben Sie sicher das beste Ergebnis, um den Darm wieder auf Vordermann zu bringen und damit letztlich auch wieder die Leber zu unterstützen, weil Sie wissen, es gibt so eine Darm-Leber-Achse, das ist ja ganz wichtig. Dann schauen Sie, wie kann ich mich besser, gesünder ernähren, was kann ich auf der emotionalen Ebene tun, wie kann ich besser runterfahren, mich entspannen, auch Bäder nehmen, Haut auspürsten, ist ganz wichtig auch, um über die Haut die Schlacken rauszubringen. Öl ziehen ist auch eine ganz wunderbare Geschichte, da kann man es auch mit der Bier-Zahncreme das Ganze einmal durchführen, geht sehr, sehr gut. Und immer wieder mal einen Entschlackungstag einzulegen, das heißt, entweder nur also nichts zu essen, nur Säfte oder Tees zu trinken und sich dann auch immer wieder einmal einen Leberwickel zu machen. Darf ich zur Einnahme von Manchu fermentiert Kurkuma fragen, ob man, ja, wunderbar, lässt sich wunderbar mit Manchu kombinieren. Es unterstützt sich sogar gegenseitig. Also sehr, sehr gute Idee. Und das Korallenkalzium ist natürlich auch sehr, sehr gut, um eben die Säuren rauszubringen, um dieses Säuren-Basen-Gleichgewicht dann wieder auszugleichen. Bin überzeugt davon, dass wir oder fast alle von uns übersäuert einfach sind. Allein schon der Stress produziert sehr, sehr viele Säuren. Ja, oder ein Smoothie machen mit den ersten Kräutern, was ich habe heute eben die Brennnessel, schaut zwar nicht gut aus, aber wir werden es nachher verkosten. Es schmeckt wunderbar zusammen mit Manchu. Man kann auch einen Saft dazugeben oder vielleicht eine Banane dazu mixen. Schmeckt wirklich herrlich. Was Sie natürlich jetzt auch machen könnten, wäre eine Krautsuppe oder eine Basensuppe. Diese Sachen gehen wirklich auf die Verdauungsebene, unterstützen das Lymphsystem, unterstützen das Herz-Kreislauf-System und natürlich die Leber als zentrale Entgiftung. Entgiftungsstelle im Körper. Und bei der Gelegenheit möchte ich bitte auch auf dieses Kraut da hinweisen, das Labkraut.
Das Labkraut unterstützt die Lymphe. Es ist ganz wichtig, um die Lymphe auch in Fluss zu bringen, um eher die Schlaffen rauszutransportieren. Und da gibt es auch das Klett-Labkraut. Und viele meinen, das Klett-Labkraut ist nicht zu essen. Es geht wunderbar. Es gibt sogar ganz eine nette Geschichte. Wenn Sie 3 Wochen lang einen Klett-Labkraut-Tee zu sich nehmen, 2 Tassen täglich, dann sind Sie nach 3 Wochen unwiderstehlich. Also, wenn Corona vorbei ist. Also nicht unausstehlich, sondern unwiderstehlich. Unwiderstehlich. Okay. Genau. Gut, und als letztes möchte ich Ihnen noch 2, 3 Folien vorstellen, was Sie jetzt noch aus der Natur sich holen könnten, wenn die ersten Sträucher blühen, Bäume blühen. Natürlich, bitte Selbstregung, sollten Sie die Pflanzen alle kennen, aber pflücken Sie einfach die Schlehenblüten, die Weißdornblüten, die Kirschblüten, die dann im April, Mai zu blühen beginnen, machen Sie ein wunderbares Elixier draus mit dem Wein zusammen. Oder die Knospen, die sind ja vor den Blüten, jetzt mit Birkenknospen, die Buchenknospen können Sie nehmen, die Lindenknospen. Und das ist wirklich, da steckt die richtige Power drinnen. Da bekommen Sie wirklich Kraft fürs, und um gut durch das Jahr zu kommen. Das ist natürlich in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Und ganz ein super Elixier ist der Eschenwein. Das heißt, die kurzen Triebe, die Eschen sind ja bei uns schon ein bisschen gefährdet, aber es gibt immer wieder so am Wegrand so kleine Sträucher, wo man diese von den Seitentrieben dann so 3, 4 Seitentriebe dann sammeln kann. Bitte nicht alle von einem Strauch nehmen oder Bäumchen nehmen, nicht bitte die großen Bäume. Und das mit Weißwein übergießen, Honig dazu und nach einer Woche sich jeden Abend ein Gläschen oder Stammball zu gönnen. Vertreibt Gicht und Rheuma und bringt die Gelenke wieder in Bewegung. Was machen die Herrschaften, die keinen Wein trinken wollen, sollen, können? Oder gibt es eine andere Einlegeart, die du empfiehlst, Erika? Man könnte es natürlich auch mit Essig machen oder mit Multiimpuls machen, so als sauer Honig, was die Kinder sehr gerne auch trinken. Dann ist es so eine Art Oxymel. Ja. Da nimmt man eben Honig mit Essig zusammen. Apfelessig. Ja, das geht dann wunderbar und ist gleichzeitig auch sehr, sehr gut für die Darmflora. Okay, und ich glaube, die letzte Folie, Stoffwechsel-Tees sind natürlich ganz, ganz wichtig, auch im Frühling. Das können Sie gern ausprobieren, ist sehr einfach und kostenlos, liefert die Natur. Eine Woche lang Birkenblättertee, eine Woche Brennnesseltee, Löwenzahntee und dann als letztes den Zinnkrauttee. Das heißt, es löst das Ganze, das bringt es aus dem Körper raus, der Löwenzahn stärkt den Körper wieder, kräftigt ihn und das Zinnkraut baut auch die Knochen wieder auf, also die ganzen die Knochendichte und gibt sozusagen auch Stabilität im Leben. Labkraut habe ich hier schon erwähnt. Löwenzahn bitte täglich von der Blüte bis zum Stängel, bis zu den Blättern und letztlich natürlich auch die Wurzeln. Alles ist sehr, sehr gut verwertbar und wirklich für die Leber eigentlich das ganze Jahr über das beste heimische Wildkraut. Das ist die gebenedeite Pflanze bei uns unter den Wildkräutern schon seit dem Mittelalter. Ja. Schafgarn-Tee ist natürlich auch sehr, sehr gut. Und sämtliche Bitterkräuter können hier genommen werden. Und hier einfach nur noch zum Schluss ein paar Pflanzen, die konkret die Leber berücksichtigen. Da kennen Sie eben Kurkuma schon, unser großartiges Produkt, der fermentierte Kurkuma. Auch zwischendurch wieder, so wie die Frau Hofstädter das letzte Mal gesagt hat, eine Tablette zu lutschen. Ich mache das auch, weil Kurkuma ist ja sogar antibakteriell, antiviral. Und Bitterkräuter, Artischocken, Eberraute, das sind alles leberunterstützende Kräuter, Gallen, regen den Gallenfluss an oder Erdrauch. Eine Frage sehe ich hier, 10 Milliliter oder eher 30 Milliliter von Manchu getränkt, täglich in Kombination mit Manchu-Kurkuma. Das ist je nachdem, wie Sie das möchten. 30 Milliliter tun Ihnen natürlich sehr, sehr gut. Es kommt jetzt darauf an, bei 30 Milliliter nehme ich dann schon 5 Tabletten mindestens von Kurkuma dazu. Ansonsten ein Esslöffel mit den Tabletten geschluckt. Das ist so vorbeugend. Die Tagesdosis wäre 30 Milliliter. Ja. Wenn Sie es öfters am Tag aufteilen, können Sie es
mit 10 Milliliter dann kombinieren. Darf ich zur Einnahme von manchen fermentierten Kurkuma fragen, ob man, ja, das habe ich schon beantwortet, dass es geht, wunderbar. Sie können es auch mörsern, das mache ich sehr gern, und dann einfach manchen dazu oder eben ins Smoothie-Gerät hinein, das wird super aufgelöst da drinnen. Und dann manchmal mit den Kräutern dazu, das geht auch. Also da können Sie wirklich Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, jetzt sind wir wirklich am Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Dir, Eva, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte diesmal. Ja, gern. Immer wieder. Es war wirklich eine große Freude, macht Spaß, mit Ihnen hier so zu kommunizieren. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Nächsten Freitag gibt es das nächste EM-Café. Und da können Sie sich auf die Frau Bernadette Schützenhofer freuen. Da geht es ab dann in den Garten für die nächste Gartensaison. Vielen Dank. Danke auch von meiner Seite. Auch im Namen der Firma Multikraft und liebe Eva, noch einmal danke fürs Dabeisein. Danke Ihnen. Wenn Sie Fragen haben, bitte gerne. Es kein Wir stehen jederzeit und noch lange für Sie zur Verfügung. Man kann es immer wieder nachhören, man muss es sogar. Ich verstehe, dass das viel ist, aber wir wollen Ihnen diese guten Tipps nicht vorenthalten. Vielen Dank, einen schönen Nachmittag und auf geht's zum Frühjahrsputz. Bitte. Genau. Sind wir alle voll motiviert. Frage noch zum Manchu-Salz. Herstellung dreimal sofort hintereinander einsprühen. Das, ja, es ist gut. Also ich nehme diese 100 Gramm Backum, vermische es dann mit Manchu-Salz. Aber sprühen. Genau. Mit Manchu. Ah ja, okay. Also 100 Gramm Manchu-Salz vermische ich mit 1 Kilo unraffiniertem Bergsalz und dann sprühe ich es mit diesem Flascher hier ein. Ich zeige es mal groß. Man hat diese Sprühflasche sowieso ja immer parat und einsprühen, jetzt in die Sonne stellen mittags, vielleicht wenn es trocken ist, wieder einsprühen, 2-3 Mal und dann decke ich es mit einem Leinentuch zu, Holzdeckel drauf, ich habe diesen wunderschönen Zwiebeltopf und lasse das dann sozusagen 3 Wochen lang wirklich ruhen. Man kann es auch mit Multi-Impuls ein bisschen besprühen, dann wird es sogar noch einmal zusätzlich fermentieren. Aber es ist ohnehin schon fermentiert. Man könnte es auch aufs Backblech legen, auch zudecken, entweder auf den, zum Beispiel auf den Kaffeeofen, wenn jemand einen hat, das ist dann ziemlich schnell getrocknet, beziehungsweise natürlich ohne Tuch auf ganz milder Hitze im Backrohr. Ja, aber ich denke, die Zeit, ja, glaube ich, braucht es auch, um zu wirken, damit es dann auch wirklich die dann trocknen, nur zum Trocknen und dann abfüllen. Okay. Weil feucht fülle ich es nicht ab. Ich trockne es erst und dann. So kann man es auch machen. Fermentiere ich es quasi noch 3 Wochen. Aber ich, bei mir ist es nie so feucht. Okay. Ja. Es ist zum Trocknen. Trocknen tue ich es immer mit den Wildkräutern. Okay. Also da gebe ich 50-50 Wildkräuter dazu und dann lege ich das Backblech. Ja. Okay. 50 Kräuter. Ja. Aber experimentieren Sie, jeder hat so seine Tricks und jeder macht es dann ein bisschen anders, aber das Ergebnis ist trotzdem immer wunderbar. Genau. Dann bleiben Sie gesund. Genau. Und guten Mutes, frohen Mutes, was manchmal vielleicht in der Zeit nicht ganz so einfach ist. Vielen Dank. Alles Liebe und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Dankeschön. Danke.